In diesem Video zeige ich euch die 5 besten Quellen für kostenlose 3D-Modelle, um auf einen 3D-Drucker auszudrucken. Wenn ihr einen 3D-Drucker habt, jedoch zu faul seid, selber Dinge zu designen oder mal was anderes drucken wollt, seid ihr bei diesem Video genau richtig. Denn ich zeige euch jetzt 5 Webseiten, auf denen ihr kostenlos STL-Dateien runterladen könnt, die ihr dann auf eurem 3D-Drucker ausdrucken könnt. Die erste Seite, über die ich sprechen möchte, ist Pinshape. Pinshape ist ein bisschen eine Ausnahme zu dem, was ich gerade vorher gesagt habe, da es auch bezahlte Designs dort gibt, allerdings gibt es einen Filter, um nur die kostenlosen Designs anzuzeigen. Außerdem gibt es auch einen Filter, mit dem ihr dann nur diese Designs seht, die auch wirklich gedruckt wurden und ein Foto davon hochgeladen wurde. Also so Designs, die nur theoretisch existieren, könnt ihr damit rausfiltern. Außerdem hat es eine gute Suchmaschine, mit der ihr Designs finden könnt, und es hat auch sinnvoll organisierte Kategorien, mit denen ihr einfach ein bisschen durchstöbern könnt. Die nächste Seite, die kennt ihr wahrscheinlich bereits, die ist auch sehr bekannt, und zwar ist es Thingiverse. Es ist die bekannteste Webseite für 3D-Druckdateien, daher hat es auch sehr viele Designs, die ihr herunterladen könnt. Die Seite wurde von MakerBot ursprünglich erstellt, allerdings ist es natürlich für alle Drucker nutzbar. Es hat ebenfalls eine Suchmaschine, mit der ihr die Designs suchen könnt, auch Kategorien gibt's, und es gibt Empfehlungen für bestimmte Sachen oder Events, was auch immer. Thingiverse hat schon fast ein bisschen einen Social Media Touch mit Funktionen, wie dass ihr Sachen liken könnt. Es gibt Gruppen, die ihr joinen könnt, wo ihr dann miteinander reden könnt, schon fast ein bisschen wie in einem Forum. Ich nutze Thingiverse sehr gerne, weil es halt sehr viel Auswahl hat. Allerdings sind nicht alle Designs, die hochgeladen wurden, wirklich gut. Da es relativ einfach ist, das hochzuladen und sehr bekannt ist, laden auch viele dort einfach irgendwelchen Scheiß hoch. Eine andere Webseite von einem bekannten 3D-Druckerhersteller ist Umagine. Diese ist von Ultimaker betrieben, allerdings auch offen natürlich. Sie ist sehr ähnlich aufgebaut wie Thingiverse, hat jedoch ein bisschen weniger Auswahl, da sie auch weniger bekannt ist. Sie hat jedoch eine sehr spannende Abteilung, die Ideas genannt ist. Dort kann man Ideen posten im Sinn von Text oder Bildern, die dann andere Community-Members, wenn sie Lust haben, designen können. So können Leute, die nicht so gut im Design sind, je nachdem auch zu ihrem Design kommen, das sie gerne möchten. Es gibt auch auf Umagine Kategorien und Kollektionen, die zu bestimmten Sachen passen. Allerdings die Suchmaschine, die dort integriert ist, finde ich persönlich nicht so top. Es hat sehr viele Resultate dabei, die nichts mit dem Suchwort zu tun haben. Eine weitere eher bekanntere Plattform ist MyMiniFactory. Sie haben sich mehr auf qualitative Designs fokussiert anstelle von Masse. Die Designs, die dort hochgeladen werden, die werden zuerst kontrolliert und so kommen halt nur wirklich gute Designs hoch. Um die Designs downloaden zu können, müsst ihr allerdings einen kostenlosen Account erstellen. Außerdem haben sie auch die Möglichkeit, einem Designer, den ihr mögt, zu folgen. Dann seht ihr immer, wenn dieser wieder was Neues veröffentlicht hat. Sie veranstalten auch regelmäßig Designwettbewerbe, wo man zu einem bestimmten Thema etwas designen kann und nachher etwas gewinnen kann. Man kann auch nicht nur Designs downloaden, sondern man kann sie direkt auch schon gedruckt dort kaufen, in einem zugehörigen Store. Das eignet sich besonders für welche, die auch gerne was 3D gedrucktes haben möchten, allerdings nicht einen eigenen 3D-Drucker besitzen. Ihr könnt auch den Designern zuschauen, während sie designen, auf eigenen Livestreams. Ähnlich aufgebaut wie MyMiniFactory ist Cults. Sie haben sich ebenfalls auf Qualität fokussiert, anstelle von Masse. Allerdings gibt es nicht ganz so viele Modelle wie auf MyMiniFactory und auch nicht so viele Special Features. Aber wenn ihr was auf MyMiniFactory nicht findet, könnt ihr auch ruhig mal auf Cults vorbeischauen. Zum Schluss möchte ich noch kurz BLD3R erwähnen. Dies ist nicht wirklich eine Plattform für 3D-Designs, sondern mehr eine Vernetzung. Dort können Nutzer wie auf einem Social Media Artikel posten, wo sie dann ihre Designs auf Thingiverse oder anderen Webseiten verlinken und man kann auch mit denen interagieren und das dient so ein bisschen als 3D-Druck Social Media.
Sie haben auch eine kleine Abteilung mit eigenen Modells, die man von dort runterladen kann. Allerdings ist das nicht sehr besonders. Was sie allerdings auch haben, was sehr interessant ist, ist eine Plattform mit Tutorials oder Verlinkungen dazu und mit News zum Thema 3D-Druck. Das war alles für dieses Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like dalassen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr subscriben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.